ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Klingt nicht so überrascht. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft, das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Gabe, danke. Kein Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja, ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Ich habe echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Wenn du nach Colorado ziehst, bekommst du automatisch einen coolen Bart, umfassendes Wissen über Craft Beer und ein Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn ich habe auch was für dich besorgt. Warte, was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also. Da an dieser Stelle jetzt hier Musik laufen sollte, sage ich mal, oder werde ich mal die Anmod ja, ankündigen und sage Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange True Mann, ich komme nicht Colors. klar. Es ist alles genau wie damals. Ja, wir kommen auch nicht klar. Und jetzt schon mitbekommen, ich Oh nein. rede kaum Bitte in nicht. den letzten Sorry. zwei Folgen. Ist zu spät. Das liegt daran, wenn Gabe und Alex oder wenn weitere Personen sich unterhalten, warum soll ich dazwischenreden? Das mag ich nicht und mache ich nicht. Und ja, wie gesagt, hier sollte ja jetzt eigentlich Musik laufen. Aber wie gesagt, da ich ja die Lizenzmusik Oh ja, anhabe, zeig's ihnen. hört ihr auch keine Musik, ne? Ja, das. Lebenslange Übung. Schaut ein bisschen blöd aus, ne? Naja. Vielleicht muss ich mir da noch etwas einfallen lassen. Du Ja, bist dran. muss ich gucken. Gut. Das schaut auch so weird aus. Luftgitarre ohne Musik. Ja, ohne Musik. Ja. Klar, hätte ich Lizenzmusik anmachen können. Dann wäre aber so viel Urheberrechtszeug da und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich dies natürlich ausgemacht, wie ich auch in der ersten Folge gesagt habe. Und ja, jetzt wisst ihr auch Bescheid. Ich werde im kompletten Life is Strange, Two Colors, Du hast nicht keinen so Beat viel reden, verpasst. weil ich mich auf die Story konzentrieren möchte. Und jetzt auch nochmal an dieser Stelle viel Spaß
bei diesem Let's Play-Projekt zu, auch zu, Ach, jetzt an dieser warte Stelle kurz. viel Spaß Ja. bei dieser Folge. Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Sag mir, warum ich dir nicht die Fresse einschlagen konnte! Nein, nein, nicht hier, nicht hier! Es gibt keinen Grund, du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Holy shit. Alex, hör auf! Stopp, Alex! Scheiße. Gabe, ich Fuck. wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so Alles leid. Gut. Gabe, Alex, warte. ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Ja, super. Wie gesagt, das kam wirklich unerwartet. Ich wusste ja. Oder man hat es ja bemerkt, wo wir im Schallplattenladen waren, dass wir oder dass Alex irgendeine Krankheit hat, ne? Aber ich wusste nicht welche. Klar. Aber das ist krass. Mir geht's gut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen die Worte. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Am besten packe ich erstmal aus. Okay, Film von Ryan Ich entscheide eine mich zu glauben, dass es dann nicht um mich geht. Nachricht erhalten. Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt. Okay. Keine Ahnung, wir gehen erstmal weiter. Wir können uns ja jetzt hier überall umschauen. Hey, das ist ein Riss. Scheint, als Postkarte. hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Könnt ihr gerne Pause machen und das dann dies durchlesen. Ich komme hier nicht rein. Okay.
Ein klassischer Hab-die-Gipswand getreten Riss. Ach, da ist unser Rucksack. Ah, oh, fuck. Ich wollte noch weiter umschauen. Egal. Oh Gott. Shushu wird auf diesem schönen Bett so schäbig aussehen. Sie hat mir wirklich durch schwere Zeiten geholfen. Aber das liegt jetzt hoffentlich hinter mir. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal um. Wileys Brief. Okay, also haben Gabe und Riley an ihrem Bewerbungsgespräch gearbeitet und Mac dachte, die beiden schlafen miteinander? Das ist so dumm. Null, okay, das ist, ja. Okay. Was soll ich dazu sagen? Alex, soll ich mir das wirklich ansehen? Warum denn nicht? Ich meine, da steht doch unser Name drauf. Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Anita und Eduardo. Mann, die gehörten zu den Guten. Wow, Gabe sucht schon seit einer Weile nach mir. Wegen diesem Scheiß habe ich Gabe geschlagen. Hey, warte. Ich schau mal kurz was nach. Gut, ist ja erstmal egal. Foto? Von wem ist denn das Foto? Wow. Sieht aus, als hätte Ryan meinen Bruder in einen Vorzeigebürger verwandelt. Wenigstens habe ich mich vor ihm und Steph zusammengerissen. Oh, krass. Sieht aus, als hätte Gabe es echt gelesen. Gabe beschäftigt sich mit Comics und Kunst? Er hängt sich echt rein für Ethan und Charlotte. Warte, was? Ist das ein echtes, totes Reh? Das wissen wir nicht. Ist bestimmt von Ethan. Wie oft der Gabe wohl gezwungen hat, das zu spielen. Dino Ways hat 2. Ja. Okay. Als ich die damals gelesen habe, war der Artstyle noch anders. Charlotte hat die gemacht? Gabe hat gesagt, sie sei Künstlerin, aber mir war nicht klar, dass er das als Beruf meinte. Ich könnte nie so viel von mir preisgeben. Weil ich habe, warum ich gerade nach den Achievements geschaut habe, habe ich gesehen, es müssten eigentlich jetzt 2 Achievements aufgeploppt. Theoretisch müsste ich jetzt schon freigeschaltet haben. Also die müssten, wie gesagt, aufgeploppt sein. Einmal Wileys Brief, wir müssen Wileys Brief lesen. Und das andere Achievement war Riss, ne? Aber ich weiß nicht. Ein klassischer Hab die Gipswand getreten Riss. Da kommt nichts. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Okay, ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Kommode. Ja, dann packen wir die Sachen weiter aus. Ethan hat echt Talent. Macht Sinn, dass seine Mom Künstlerin ist.
Ich habe nie wieder was von Sydney gehört. Hoffentlich geht's ihr gut. Wenigstens war ihr nicht alles egal. Kann man nicht von jedem behaupten. Ich wünschte, die Medikamente hätten gewirkt. Jesse. Mein Fels in der Brandung damals in der Wohngruppe. Verrückt, wie sehr wir uns verändert haben. Das gibt's ja nicht. Gabe hat unsere Eltern nicht abgeschnitten. Wie erwachsen, wie sie aussehen. Mom ist gesund. Und Dad noch kein komplettes Arschloch. Wir haben wirklich viel durchgemacht, was, Shushu? Okay, in der Familie muss irgendetwas Krankes passiert sein, ne? Vielleicht werden wir das noch herausfinden. Ich weiß es nicht. Eventuell. Mein Tagebuch. Ich sollte meinen letzten Zusammenbruch darin festhalten. Konnten wir jetzt aber nichts reinschreiben, ach, oder? Ich pack den Rest später aus. Genau. Erstmal unter ins Bett. Fertig. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Nicht dein Ernst. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Ja, wie gesagt, auch hier an dieser Stelle, man sieht sie am Singen. Ich glaube nicht, dass man diese überspringen kann, diese Sequenz. Und ja. Können wir ja. Möchte nicht überspringen. Guck, ich habe alle Knöpfe gedrückt. Ja, ich schneide es trotzdem nicht raus, dieses Segment. Da ich ja die ganzen Videos oder meine ganzen Let's Play Videos hochladen werde, ohne Schneiden. Deswegen an dieser Stelle, es tut mir leid.
Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Okay, dann machen wir dies und ich werde auch an dieser Stelle sagen, können wir nach oben? Nach oben kommen wir auf gar keinen Fall. Ich würde an dieser Stelle sagen, genau an dieser Stelle hier, würde ich jetzt sagen, ich mache einen Cut. Und ja, ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Und Life is 22 Colors. Macht's gut. Euer Basti ist raus. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und ja, bis zur nächsten Folge hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Ryan, vergiss es.